Nein. Der Berg ist so riesig, Alter. So einen hohen Berg gibt es bei Dings nicht. Obwohl, in Chernobyl gibt es auch hohe Berge, aber der hier ist schon irgendwie cooler. Ich habe keine Ahnung. Wozu hat man ein Fernglas, wenn man in die Ferne guckt und es wird alles weiß? Bin gleich auf dem hohen Berg. Genau jetzt. Ja, einer echt lootet, der hat gut Glück. Denn ich habe hier echt eine Menge Wummen. Aber ich habe nichts zum Überleben weiter. Und die Viecher greifen mich halt immer noch an. Das ist nicht wahr, ey. Aber jetzt lass mich halt durch diese scheiß Tür durch. Meine Fresse. Hallo. Ah, ich bin gerade gut dabei. Ja, bist du hallo. Ich habe es mitbekommen. Das ist nicht Inkognito, was du machst. Das ist. Ich hab gerade kurz mein Zimmer gesehen gehabt. Inkognito. Bam in your face. Bandagen. Oh fuck, ey, hier gibt's so viel Zeug. Schon die ganze Zeit damit. Scheiße, Mann. Ich brauche heute irgendwas zu essen und nicht irgendwelche Wummen jetzt, das gibt's nicht. Painkillers. Stefan Markus wurde schon wieder von einem Survivor gekillt. Jetzt wurde er schon wieder fast von Zombies getötet. Ich bin schon die ganze Zeit wieder unterwegs. Hab schon wieder alles gesammelt, ein NS-Pack, alles an Arzenei. Hab da AKM. Schick mir lieber mal einen Link, wie das jetzt geht. Ja. Auf einem YouTube-Video. Oh, bitte. Nein! Jetzt machst du dich kurz Geduld. Jetzt ist ein Zombie losgesprintet. Yeah. Bist du hässlicher Mongo-Zombie? Alter, wie ich einfach mal fast nichts mehr sehe. Oh, sieht sogar so aus. Was? Hier kommen wir nicht runter? Es gibt da einen. Boah, ey, davon kriegt man ja Kopfschmerzen. Wie ich die Zombies verarscht hab. Ist ja cool. Oh, ich muss bald mal was essen. Jetzt verreck ich hier. Dann snack ich mir halt mal ein paar Beans. So, Stefan. Machst du erstmal alles so, wie der Kollege hier das erklärt. Jo. Gut, ich bin schon mal so lange. Ich hau mir jetzt einfach mal 1000 vom Painkillers rein. Was ist das denn, eine Tanke? Wieso sind da Militärzombies? Boah, ey, dieses Blinken, dieses unscharfe Gehen. Oh, ist ja anstrengend. Weil es ist zum Kotzen, dass man weiß, dass man eigentlich gleich stirbt. In der Tat, das ist es. Und hier einfach nichts dagegen machen kann. Schön, jetzt habe ich noch ein Fernglas gefunden.
Ja, genau, weil ich ja so viel lesen kann. Zum Beispiel durch Ortseingangsschilder lesen oder so. Kann ich versuchen, dich zu finden. Wieso ist die doch nicht auf? Das ist doch normale Sprache. Normale Schrift. Kein Russisch hier. Oh Mann. Boah, shit, wollt ihr mich verarschen? Na klar, rennt er gleich los. Was auch sonst. Leck mich doch, du Scheißvieh. Ja, natürlich, und ich gehe jetzt noch in so eine Selbstmordbaracke, wo man nur zu einer Seite reinkommt, oder was? Das kann da aber übelst vergessen. Oh, jetzt habe ich noch... Komm nur rein hier. Oh, da liegt der Magazin. Ich versuche mir jetzt einfach hier alles reinzupfeifen, was geht, Mann. Ist mich ja irgendwie auch noch im Leben. Noch ein Sternack-Magazin. Da muss hier doch auch irgendwann so eine Wumme rumliegen. Ist so bescheuert in diesen Baracken, ne? Jetzt hier einfach. Da muss man immer durch die eine Tür rauskrabbeln. Null. M24-Magazin. Ja, nein. Ja, hätte ich hier perfekt. Ja, Sternack-S-Magazin. Wenn ich sterben sollte, ne? Mock, da muss es doch auch mal eine Waffe dazu geben. Hallo. Kind, ich glaube, ich muss dann nochmal schön mit Sony Vegas einen Filter drauf knallen. Das wird das ja für jeden Zuschauer unangenehm wie nichts. Das tut mir ja schon weh wie ein... Oh, ey. Das ist schön, so können alle mitleiden, wenn ich leide. Finde ich prima. Ah, oh, scheiße, Mann. Man muss es auch noch irgendwas zu essen geben. Ich muss sie da jetzt mal hochpumpen können damit. Scheiße. Am besten irgendein Vieh finden und ein Feuer legen oder so. Oh, was ist denn hier der Eingang von dem Ding? Oh, nee. Take Hatchet. Ja, die könnte ich jetzt natürlich liebend gerne noch mitnehmen, aber ich brauche irgendwas. Der... Er kriegt mich niemals. Oh. Nee, ist nix. Also es sind insgesamt so ungefähr 800 MB. Was? Ja. Nächster Zombie, du erwischst mich nicht. Scheiße, jetzt komme ich da nicht rein. Leute, das ist ein Tunnel. Oder ein Bunker. Jetzt kann ich jetzt noch ein paar Zombies massakrieren, oder? Bin auch schon wieder nur am Wegrennen hier, ey. Boah, diese blöden Zombies, das kommt halt irgendwo hier in dieses scheiß Gebäude rein, so, und hört auf da rum zu sein. Ach so, schau mal, ein Zombie am blöden Mistviecher. Oh, durch die Wand. Oh ne, vergiss es. Wo lade ich nochmal die Map runter? Link müsste noch im Chillen-Channel stehen. Na, ist schon raus. Bei Games Warden oder so hieß das. Was? Bei Games? Games Warden oder so heißt das. Oh ja, eine Ziege. Jetzt mit meiner AKM töte. Guck ich denn, was im Channel Chillen stehen soll? Du gehst da rein und steht da dann
öffnet sich doch der Channel. Oh. Und da den links. Scheiße, ey. Da steht aber nichts anderes. Also, weil hier habe ich noch die ganze Linkszene gepostet. Also. Mock, jetzt bin ich wieder rausgehabt, ohne dass ich zu Makarov gewechselt habe. Nein, da werde ich gleich wieder 5 Schüsse mit ein AK abgeben. So, warte mal. Das ist es doch hier. Hm? Welches? Eisbrecher. Hm. Was bist du dort? Wo kommt denn er jetzt her? So. Wollt ihr mich nicht, weil ihr wollt mich doch rollen. Er hat mich doch nicht, nein, ein Zombie. Wird er geschossen oder nicht? Kommt von irgendwo aus irgendeiner Stadt gerannt, obwohl ich hier hockend gelaufen bin. Ne, eigentlich nicht. Ich bin reingetappt und zwar mucksmäuschen still. Aktuell laufe ich, bin ich halt gerade wieder bei der größten Stadt im Süden. Fast in ja, der Nähe von ich dem Fernsehturm, wo wir uns vorhin getroffen definitiv haben. In der Videoversion oder Antenne das zu zeigen, wie beschissen es doch einfach sein kann. Oh Mann, ey. Nee, eigentlich nicht. Hast du das nicht immer bei deinen Let's Play Videos zu zeigen, wie beschissen es denn laufen kann? Vorführeffekt nennt man sowas, glaube ich. immer war es immer so. Definitiv. Geil. Ich hätte gleich bekloppt für Ewigkeiten, mich dieser blöde Zombie noch folgt. Ich werd bekloppt. Blöder Bastard-Zombie, jetzt bist du tot, Junge. Ja, und direkt vor der Scheune ist ein Deerstand. Hoffentlich spawnen bei dem Deerstand nicht so viel Zombies. Hm? Ja, so wenig Stunak? Oh no. Oh, ich hab ne Bucht gefunden, schön. Ich bin jetzt in der Hölle. Yeah. Ich finde, hier sind auch haufenweise Bunkeranlagen, du kannst halt. Also ich bin ja nicht meine. In die andere konnte ich mir noch nicht reingehen. Ups. Meinst du das? Oh Scheiße. Alter, hier sind so viele Bies. Das sind direkt. Alter. Eine Scheune und um die Scheune sind bei Deerstands. Und natürlich sind bei den Deerstands Tonnen Military Zombies. Wenn ich jetzt hier anfange mit meiner AKM rumzuschießen. Ja, eine Winchester. Wenn da eine Scheune ist, geh einfach in die Scheune rein. Baller sie dann alle ab. Ja, ich bin jetzt in die Scheune rein, hab Winchester gefunden. Hab die erstmal genommen und baller ich hier alle ab. Problem ist. Ich bin auch gerade an einer. Bringt mir aber nicht sehr viel, weil der Typ hat nichts. Eine Leiche höre. Weil mir steht halt erstmal da und ich schieß erstmal ein paar Schuss drauf, klasse. Ach shit, die Bunkeranlagen kommst du nicht rein, das ist halt auch. Ja, was zu essen, das denke ich mir noch gleich. Nee! Was ist das? Ich hab doch meine Flaschen aufgefüllt, wieso sind die beide leer? Waschbär? Achso, ist halt nicht irgendwann mit CSS-Training oder morgen? Ach doch, nur Ersatz. Ich? Nö. Wie gesagt, ich bin nur Ersatz. Ich auch Frieden damit. So, jetzt bin ich mal wieder hier so, dauerhaft. Ich bin schon Stanak. Richtig übel. Stanak Money, ich hier finde. Könnten mal. Oh. Alter, jetzt habe ich. Ist sogar jetzt, so eine jetzt krieg ich durch diese Scheiße schon Angst vor irgendwelchen Büschen oder so. Was ist das denn hier? Ja, aussehen wie Zombies durch diesen Unschaffenmodus. Wir sind eng beieinander.
Oh, arms klar. Ja, ja, wir spielen mal zusammen Slender, dann reden wir nochmal. Nur weil irgendwelche Büsche überschreckt. Komisches so ein Gesichtsmagazin, Alter. Wieso liegt hier oben keine fette Waffe, ey? Was soll das denn? Ich würde fast sogar lieber die Weste behalten, die ist so schön leise und. Ich bin natürlich jetzt so wunderbar an irgendein Ende, an irgendeine Spitze von der Insel gelaufen, wo nichts ist, ey. Ah. Nee. Habt ihr schon eine Map gefunden? Wisst ihr, wie die Map aussieht? Ich weiß, wie die Map aussieht, aber nur durchs Internet. Aber ich habe einen Kompass und sowas. Die Markus und ich haben uns auch gleich gefunden. Wir waren eigentlich in der größten Stadt, die es so im Süden von der Map gibt. Tja, was mache ich? Jetzt hole ich jetzt die AKM? Ja, ich hole mir die AKM. Keine Kompromisse. Nein! Nein! Nein, nicht wahr. Das ist jetzt echt nicht wahr. Jetzt habe ich mein komplettes Zeug verloren, nur weil ich kurz in den Fluss rein bin. Alter, nicht wahr. Und das nur, weil ich kurz daneben gelaufen bin. Oh, nee. Ey, nee. Ich kotze gleich ab. Warum? Das ist halt echt nicht mehr... Es ist doch nicht wahr. Es ist sowas von ultra nicht wahr. Es gibt mir halt meine Ausrüstung wieder, verdammte Scheiße. Mistspiel. Ey, es ist jetzt nicht wahr, Mann. Okay, geht zurück in das Camp. Wahr. Nochmal eine Runde sterben, hab ich kein Problem mit. Oh, doch. Oh, ich glaube, ich laufe zu irgendeinem Airfield. Ich kann sie richtig erkennen, aber scheint so. Sind das der Hangar? Oh, Tatsache. Max, ich bin bei irgendeinem Airfield, hol mich ab. Ich dachte, es gibt drei. Es gibt zwei Stück. Oder drei, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht genau. Konnte ich nicht so gut erkennen. Es scheint so, als wäre ich irgendwo bei einem, was kaum Berg drumherum hat und relativ nah am Wasser liegt. Stimmt, waren wir ja. Oder ich. Nee. Also ist es nicht das, wo wir vorhin waren, in der Nähe von der Riesenstadt. Möglich, ich würde jetzt auch gerne sagen, ja, welche Richtung die Wolken gehen, aber aus der Kenntnis leider nicht mehr. Kann es ja nur noch ganz in Ordnung sein. Alter, aus diesen Baracken, ähnlichen Teilen, kommen immer so viele Viecher raus. Du hast nur ja ich übertragen. Der Dirk ist losing connection, deshalb. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal eine Stadt gefunden, wo man nicht überall reingehen kann. Ich habe gesagt, ich habe glaube ich zum ersten Mal jetzt eine Stadt gefunden, wo man nicht überall reingehen kann. Wobei, ah, sehr schön, ich habe auch gleich wieder ein Chechpack gefunden. Nehmen wir doch gleich mal mit. Hallo? Chechpack! Oh, scheiß Zombie, verpiss dich. Ja, es ist richtig. Oh. Ah, die Map sieht schon ganz schön cool aus. Cooler als Chernarus. Ja, schwimmen in dem Spiel, ja. Habe ich gerade eben mehr bemerkt, dass es wunderbar ist. Wo du Boot hin kannst oder so, oder schwimmen, aber sehr weit. Ja, deswegen sage ich ja, dass es sich mehr lohnen würde, wenn man ein Boot hat, weil dann, wenn man dann davon ausgehen kann, dass nicht so viele Survivor auf der Insel sind. Weil sie alle nicht hinschwimmen, dann schauerweise. Hey, das Wackeln geht mir echt langsam so richtig auf den Sack. Das verursacht halt auch wirklich Kopfschmerzen.
Meinst du jetzt, wenn du noch so wenig Blut hast, oder wie? Ja, es ist wieder das Standard. Also vorher sah ich aus wie Alan Harper sozusagen mit dem Hemd. Irgendeine Art Headset auf und so. Meint, weil ich ja vorhin ein Video gesehen habe, was du gepostet hattest, und da hatte der irgendwie so ein weißes Ding auf Headset und noch irgendwie so ein Walkie-Talkie. Ja, es gibt unterschiedliche. Teil vorne. Muss ich mal behaupten. Also wie gesagt, ich war jetzt am Anfang beim ersten, als sozusagen Alan Harper gespawnt, muss ich jetzt mal behaupten. So vom Aussehen her. Hm? Was? Bohrt man da auch die ganze ich Zeit? Ich weiß leider weiß nicht, keine Ahnung, es ist... weiß ich da nicht so wenig von dem Spiel. Das wirkliche Stück, alles bronzereich ist von der Map. Oben nicht. Na ja, gut, doch, kannst du Spiel sagen. Ist ja doch schon eigenständig. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder einen Survivor getroffen, das gibt's nicht. Wie viel Pech kann man haben? Scheiße, ich hab keine Muni mehr. Ah, fuck. Töt ihn. Ja. Sehr schön, ich hab Makarov-Muni gefunden. Hast du schon auf ihn geschossen? Du bist tot. Wenn nicht, dann renn auch. Ich bin sehr schlecht gelaunt. Ich blute, verdammt. Nein, ich bin tot. Ah, scheiße. Okay. Ich glaube, ich gucke jetzt erstmal, wo ich spawne, ja. Wenn das echt wieder so weit weg ist, dann... Kannst du ja mal sagen, wie die Stadt heißt, wo du spawnst, wenn du das nächste Mal kommst. Breche ich hier an der Stelle erstmal ab. Disconnect, okay. Ich könnte ja beide, glaube ich, meine Cam wiederholen. Die dürfte jetzt ja wieder gut aufgeladen sein. Ei. Dass das Ding auch immer gleich zum Filmmodus, zum Fotomodus umschalten muss. Meine Güte. Solche Fettfinger habe ich noch nicht. Ah, so. Dann tun wir die Kamera mal wieder dahin, wo sie hingehört. Ein wunderbares Case. Ah, so. Jetzt sind wir mit der Kamera wieder da, sind wieder beim wunderbaren Warten des Charakters zu kreieren. Yeah. Heute schon das dritte Mal, aber wie sagt man so schön, alle guten Dinge sind drei. Vielleicht wird es jetzt ja endlich mal ein bisschen dauerhafter. Vielleicht stelle ich mich auch nicht so blöd an gegen diese behinderten Zombies. Penny Makarov, gell? Ich habe den Typen gehittet und der wollte einfach nicht umfallen. Null, offensichtlich. Macht ja auch fast keinen Schaden mehr. Du hast also geschrieben 800, das ja, heißt, ich glaube, der Typ hatte ja noch alles, aber mich umzuhauen war ja nicht mehr das Problem. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch hatte. Ich habe 3,5 oder so gehabt. Kannst du dir ja vorstellen, die paar Treffer, die er damit geben musste. Dann habe ich noch geblutet, dann war es eh vorbei. Uah, scheiße, ey. Komm, werd fertig mit dem Laden, verdammt. Dass das so Ewigkeiten dauert, das ist echt unfassbar. Ba 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 ba.
Gut, dann kann ich mal kurz mal zwischenschalten. Nicht wundern, es geht weiter gleich. Ich werde nur mal kurz schauen, was das miese Gesichtsbuch und so erzählt. Naja. Wenn ich das YouTube-Video fertig gemacht habe, ist das dann eigentlich schon alles oder kommt da noch mehr? Warte mal, da war noch. Du musst es. Ja, probier's erstmal und probier das mal mit den Eintragen der Startparameter, ob das bei dir funktioniert. Ich muss es erstmal machen, also ich hab's noch nicht gemacht. So, Tag 0, mal wieder. Juhu, ich bin wieder Alan Harper, sehr schön. Nicht mal so lange. So, es kann seine besser werden. Gucken wir mal, wie es jetzt in dieser Runde weitergeht. Und ich nicht schon wieder sinnlos verrecke. Oh, ich muss doch Straße. Ah, ich gehe jetzt mal in die Richtung. Das ist wieder total spannend hier der Weg. Ich hoffe gleich mal irgendwie auf eine Stadt oder Dorf zu treffen. Um mich dann noch endlich mal an allen zu rächen. Diesen blöden Bastarden und diesen blöden Zombies. Ach, da hinten rennt doch schon einer. Nicht schön. Ich finde aber auch nicht so, als hätte er eine Waffe. Oh doch, hat er. Nein, Typ, du siehst mich nicht. Moment, ich renne jetzt hier einfach ganz schnell weiter. Und bleib an der blöden Palme hängen. Ja, voll. Yes, no message. Wunderbar. Ha! Wird offensichtlich heute wieder sehr kurz. Scheiße. Das kann jetzt wahr sein. Setzt der Server down oder was? Stefan! Ah, reagiert nicht. Alter, scheiße, er kann ja gar nicht reagieren. Okay, gut. Da der Server jetzt ja nicht mehr will, brechen wir einfach hier an der Stelle ab und machen da demnächst weiter. Und hoffentlich dann wirklich mal nicht mit diesem ganzen Vorführeffekt scheiße und dann ich mal gut Glück. Euch erstmal noch einen schönen Tag. Tschüss.